Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit meinem Büchermonat November. Und der, ja, was soll ich sagen, war gefühlt einfach eine Katastrophe. Nicht nur was die Anzahl der gelesenen und gehörten Bücher angeht, sondern auch, ja, was so die Qualität irgendwie betraf. Und ich glaube, ja, die Qualität, die Sternevergabe, die Lesespaßempfindung der letzten, ja, 2-3 Monate hat mich diesen Monat auch so ein bisschen in die Leseunlust gebracht. Und das ist für mich, und das wisst ihr wahrscheinlich, tatsächlich sehr untypisch, weil Lesen für mich eigentlich wie Atmen so zum Leben gehört. Und ja, ich in diesem Monat eher so ein bisschen mit Serien gehalten habe und mit ja, Podcast hören und ja, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie, ja, hab die Muse zum Lesen diesen Monat dann irgendwie nicht mehr so richtig gefunden. Ich bin aber motiviert in den Dezember gestartet und erhoffe mir durch winterliche, weihnachtliche, gemütliche Bücher da einfach so ein bisschen die Leselust zurückzubekommen. Und dass wir so, ja, ein bisschen versöhnt aus diesem Bücherjahr sozusagen herausgehen. Ja, ich habe in diesem Monat 9 Bücher gelesen und gehört. Das ist der schlechteste Monat, was die Anzahl tatsächlich betrifft. Also ich bin sonst immer zweistellig und ich möchte gar nicht jammern. Ich weiß, dass für viele Leute 9 Bücher schon eine ganze Menge sind. Und ja, aber für mich selbst sind wir definitiv unter den Erwartungen geblieben. Es sind ja 17 Bücher eingezogen, also diesen Monat gefühlt so gar nichts mit. Ich lese mehr, als das bei mir einzieht, aber Schwamm drüber ist dann am Ende auch irgendwie egal. Es sind 2 echte Bücher geworden, 3 E-Books und 4 Hörbücher. Also wie man sieht, das Hören klappt relativ gut. Also ich bin so ja meistens bei einem Hörbuch pro Woche und das hat auch im November tatsächlich ganz gut geklappt. Es sind 2440 Seiten geworden und es ist also für mich wirklich sehr, sehr, sehr traurig, muss ich echt sagen, weil ich zwar ein Highlight hatte, aber auch ein Abbruchbuch und das erklärt so ein bisschen auch die Seitenzahl. Gehört habe ich fast 45 Stunden und das ist, ja, ich glaube, relativ durchschnittlich. Ich glaube, das ist wirklich was, wo ich sage, okay, 4 Bücher, ein bisschen was über 10, 11 Stunden, das kommt für die Woche definitiv hin. Im Durchschnitt habe ich 81 Seiten am Tag gelesen. Auch das kommt meinem Gefühl nahe, vor allem, weil es im November tatsächlich auch ein paar Tage gab, an denen ich gar nicht gelesen habe. Und auch das einfach irgendwie dann dazugehört. Ja, also für mich wirklich eine sehr merkwürdige Situation, sehr merkwürdiges Gefühl, ohne speziellen Grund. Also ich war nicht krank, es ist nichts irgendwie im familiären, ja, Bereich passiert. Auch da, na, kann man irgendwie noch sagen, ich komme nicht so zum Lesen. Aber einfach so, dass ich wirklich abends da saß und dachte, ach naja, jetzt so richtig was Neues anfangen und dann wird es auch kein Highlight. Und ja, was es ist, vielleicht habe ich auch einfach zu viel gelesen und ich komme jetzt an den Punkt, wo ich mir ein anderes Hobby suchen sollte. Ja. Nein, also ich hoffe nicht. Aber ja, ich habe dann einfach in Serien, Filmen da einfach mehr Freude gefunden. YouTube ein bisschen intensiver geguckt, wirklich auch 1-2 neue Podcasts entdeckt, wo sich dann eben auch einfach Zeit so ein bisschen ja, sinnvoll verschwenden lässt. So, ne? Ja, die Sternevergabe war, glaube ich, ähnlich wie in 1-2 anderen Monaten bei 3,4. Und das ist halt auch wirklich mein Empfinden. Ich dümpel da irgendwo so im Mittelfeld dahin und das nervt mich selbst und glaubt mir das wirklich am meisten. Also ich kaufe mir ja die Bücher, weil ich zumindest vielleicht nicht immer total Lebenshighlighte erwarte, aber zumindest so gute 4 Sterne erwarte, 4 bis 4,5. Ne? Es muss nicht jedes Buch sich gegenüber im Highlight-Regal wiederfinden, aber es ist zurzeit eher, ja, klappt das nicht. Aber kommen wir nach den etwas für mich niederschmetterten Statistik-Themen zu den 9 Büchern, die ihr alle unten mit Zeitstempel in der Infobox findet. Sowohl den Zeitstempel, wenn ihr dahin springen wollt, als natürlich auch einen Link, ja, wo ihr folgen könnt. Ich kennzeichne dort auch die Bücher, wenn sie Rezensionsexemplare sind. Und ja, schaut da einfach mal vorbei. Ja, das erste Hörbuch war tatsächlich direkt schon das Abbruchbuch, was ich bei 30% abgebrochen habe. Und zwar
A Song to Raise a Storm von Julia Dippel. Julia Dippel ist die Autorin von Casa Dim und damit hat sie mich ja wirklich begeistert und total gefesselt. Es war packend, spannend und war diese Art Jugendfantasy, die ich gerne lese. Isara hatte ich im letzten Jahr auch schon abgebrochen und ich hatte aber so viel Hoffnung in diese tolle Geschichte. Ich habe mich auf die neue Reihe gefreut, ich fand das Cover richtig toll und es ist ja der Auftakt der Sonnenfeuer-Ballade und die Sprecherin war auch noch Dagmar Bittner und der lausche ich eigentlich super, super gerne, aber auch sie konnte es diesmal nicht herausreißen, sodass ich das Hörbuch dann eben bei knapp 30% abgebrochen habe. Wir treffen auf Sinta und Sinta ist eine Bix. Das ist, sie ist ein halber Mensch und eine halbe Quiede und versucht eben ihre Familie auch zu unterstützen. Dabei muss sie aber relativ versteckt leben, denn sie wird als eine Art Halbwesen gesehen und dann eben auch gejagt. Allerdings muss sie dann eben Medikamente verschaffen für ihren Vater und auf dieser Reise nach Falbet, die sie unternehmen muss, trifft sie ja dann eben auf jemanden, der ihr Leben so ein bisschen verändern und beeinflussen wird. Sie trifft nämlich auf die Wakar und die jagen eben Halbwesen, wie Sita eine ist und sie trifft dann eben unterwegs auf Aresander und beide sind durch einen Schneesturm gefangen in einem Gasthof. Es geht weder vorwärts noch zurück und am besten bleibt man jetzt einfach einige Tage hier und es geschieht ein Mord und Aresander ist eigentlich dort, um diesen dann auch aufzuklären. Und recht schnell spürt man zwischen den beiden eine Anziehungskraft, die aber natürlich nicht sein darf. Aber Aresander hat eben noch eine ganz andere Seite und auch ein Geheimnis, was dann hier vielleicht irgendwann innerhalb der Geschichte gelöst wird. Zumindest nicht im ersten Drittel dieses Buches. Es ist in diesen 30%, also einem guten Drittel, nicht viel passiert. Ich fand die Charaktere alle ziemlich nervig und auch so scheinstark. Das fand ich wirklich anstrengend und es wirkte halt einfach wie so eine 0815 Jugend-Romantasy-Geschichte. Also wirklich einfach so ein Jugendbuch, was man in eine Fantasy-Welt gepackt hat, dieses mit Halbwesen, die gejagt werden und dann trifft sie natürlich auf den Jäger und ach, wahrscheinlich große Liebe und dann müssen sie irgendwas lösen und ach, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich fand allerdings die Ich-Perspektive, um mit den guten Dingen anzufangen, tatsächlich ganz gut. Ich mag das sehr gerne, ich bin sehr gerne nah an meinen Charakteren, an der Protagonistin dran und das fand ich gut. Allerdings wurde ich einfach mit Sinta nicht sehr warm. Ich fand sie sehr nervig, ich fand sie sehr anstrengend und sie war einfach nicht meine Protagonistin. Es ist nichts passiert. Wir haben sehr nervige und einfach Charaktere, die sehr vorhersehbar handeln und so gar nichts irgendwie sie interessant machen. Das Worldbuilding fand ich tatsächlich auch noch ganz okay. Dadurch, dass es ein Jugendbuch ist, erwarte ich natürlich auch nicht so viel wie in der High Fantasy, aber ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich kann aber verstehen, dass man darauf eben in der Jugendfantasy ein bisschen verzichtet und wirklich das ein bisschen oberflächlicher hält. Das ist für mich auch gar kein Kritikpunkt. Ich hatte halt wirklich zu Beginn sehr oft das Gefühl, dass ich mich irgendwie in Throne of Glass befinde, in Nevernight, vielleicht nicht ganz so brutal. Natürlich auch in Casa Dim. Und man merkt natürlich schon, dieses Jugendfantasy ist nicht immer meins. Es braucht schon sehr viel Innovation, damit es mich begeistert und das hat Julia Dippel hier für mich nicht gefunden. Es war auch, was die unterschiedlichen Wesen angeht, ob das Fays waren oder Engel, ach, das hatten wir jetzt auch alle schon. Es ist wirklich, wirklich schade. Zudem haben wir auch so den Anfang einer toxischen Beziehung und ich möchte das auch einfach nicht mehr lesen. Und was ich vorhin so ein bisschen mit scheinstark meinte, war so ein bisschen, dass die Beschreibungen der Charaktere nicht zu den Handlungen dazu passen, dass sie sehr auseinandergehen. Und das eben sowohl bei Sin oder Sinta als eben auch bei Ares. Und sie werden beschrieben und handeln dann aber entgegen ihrer Beschreibung. Und gerade in der Ich-Perspektive, also Sinta kennt sich ja selbst am besten. Und ja, jetzt kann man noch sagen, Eigenbild und Fremdbild ging in meinem Kopf nicht zusammen, hat mich leider nicht begeistern und unterhalten können und auch nicht packen und fesseln. Wenn ich denke, bei Casa Dim fand ich den Auftakt grandios und es wurde gefühlt immer, immer besser. Und hier war es so,
es dümpelt irgendwie vor sich hin und meins war es leider einfach nicht. War es ja noch sehr herbstlich im November und ich habe The Pumpkin Spice Coffee gelesen von Lori Gilmore. Ich war ja auch im Oktober, November noch in den Gilmore Girls Serien Rewatch verstrickt. Und das ist hier der Auftakt der Dream Harbor-Reihe und es erscheint wohl auch schon im September nächsten Jahres der zweite Band, der sich dann in einer Buchhandlung wiederfindet. Es gibt die Reihe bisher noch nicht auf Deutsch, nur auf Englisch und ich fand auch das E-Book für knapp 7 Euro wirklich günstig. Und es gibt ja auch oftmals Aktionen, zum Beispiel bei der Thalia, die bei den englischen Büchern dann sagt 4 für 3 oder irgendwie sowas. Und da könnte man, wenn man sagt, man möchte es in Englisch probieren, durchaus dann eben auch mal so die Augen offen halten und sich dann besorgen. Ja, Lori Gilmore ist natürlich ein Pseudonym. Ich wäre super neugierig, wer dahinter steckt. Aber der Name ist natürlich Programm, denn wir bekommen definitiv Gilmore Girls Feeling. Wir treffen auf Jeannie, die von ihrer Tante das Pumpkin Spice Kaffee erbt. Die sich eben in die Karibik zurückziehen möchte. Sie sagt, sie ist jetzt alt genug, sie will sich jetzt in den Ruhestand begeben und das in der Karibik machen. Von Boston geht es dann eben für Jeannie von Boston nach Dream Harbor und dort angekommen gibt es nächtliche Störungen und nach einer guten Woche ist Jeannie relativ genervt und trifft dann, als sie diesen Störungen nachgeht, auf den gut aussehenden Landwirten Logan. Und ja, natürlich, was sollte es anders sein? Er ist natürlich sehr gut aussehend. Er ist aber doch relativ distanziert und auch ein bisschen krummelig und das ist halt so seine Art. Und Logan, redet auch nicht sehr viel und das ist so ein bisschen, ja, man merkt, dass er nicht so Lust hat eigentlich auf Menschen. Dennoch ist die Anziehungskraft der beiden recht schnell zu spüren und man merkt auch, dass Jeannie dann immer mehr ins Reden kommt, um das Schweigen so zwischen den beiden ein wenig weniger werden zu lassen. Beide finden aber doch immer so ein bisschen wieder in Situationen zueinander und ja, wollen dann eben auch so ein bisschen ein Rätsel lösen, was für diese nächtliche Ruhestörung verantwortlich ist und wer hier das Kaffee von Jeannie sabotieren möchte. Es war für mich definitiv eine passende und schöne Herbstlektüre, die eben auch wirklich an die Gilmore Girls erinnert und andere Kleinstadtromane möchte ich da gar nicht ausnehmen, egal ob Bücher oder Serien. Das Englisch war tatsächlich überhaupt kein großes Problem. Ich habe jetzt nicht jedes Wort wirklich verstanden, aber die Zusammenhänge haben sich auf jeden Fall gut ergeben und ich sag mal so nach 20, 30 Seiten ist man richtig gut reingekommen. Ich fand es wirklich ein sehr angenehmes, einfaches Englisch. Man kann sich natürlich hier auch mal kurz die Leseprobe ansehen, ob man damit zurechtkommt. Ich glaube, das hilft tatsächlich ganz gut. Es war aber wirklich ein Englisch, was ganz angenehm war. Auch für mich, der jetzt schon lange nicht mehr Englisch gelesen hat. Ich bin da definitiv gut zurechtgekommen. Es war wirklich sehr gemütlich geschrieben, sehr einladend geschrieben. Man taucht auch so richtig in dieses Kleinstädtchen ein. Wir hatten einen sehr einfachen Stil, wir hatten kurze Kapitel und ich fand auch die Dialoge sehr authentisch, sehr echt und das gefällt mir immer gut. Ich mag lebendige Dialoge, die sich wirklich anfühlen, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Die Kleinstadt war auch sehr schön gezeichnet, es war sehr liebevoll dargestellt. Wir hatten ganz sympathische Nebencharaktere und auch so ein paar schrullige Situationen, wie man sie so ein bisschen erwartet. Es sind natürlich auch ein paar Ähnlichkeiten zu den Gilmore Girls vorhanden, was auch gerade die Charaktere angeht. Aber ich meine, wenn das von einer Autorin kommt, die Gilmore mit Nachnamen heißt, ich meine, da erwarte ich das tatsächlich. Ja, Jeannie fand ich tatsächlich als Charakter auch ganz annehmbar, sympathisch, authentisch. Die hat sich für mich sehr echt angefühlt. Die hat auch Spaß gemacht, mit ihr mitzugehen. Bei Logan hatten wir natürlich schon viel Klischee, das muss man definitiv so sagen. Aber ich mochte ihn tatsächlich ganz gerne, gerade auch wegen seiner Tierliebe und des Tragen des Flanellhemds. Also ich meine, da kann man natürlich ganz schnell mein Herz sozusagen auch gewinnen. Er war natürlich schon so ein bisschen schwierig an mancher Stelle, da mich sein Hin und Her in so mancher Situation doch ein bisschen genervt hat. Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich, wenn ich so hin und her gerissen bin, ich das an mir selbst auch nicht mag. Und ich glaube, da mag ich das einfach an anderen Menschen auch nicht. Aber
Vieles wird bei ihm natürlich erklärt, ähnlich wie bei Genie, dann natürlich auch so ein bisschen dieses Miteinander und das hat dann sich schon sehr echt angefühlt und auch ja schon nachvollziehbar. Die Nebencharaktere werden wunderbar eingeführt, denn ich denke auch, dass wir die später in den Geschichten dann auch wieder treffen werden und die dann eben auch eine Rolle spielen werden und gerade die Oma von Logan, die fand ich wirklich einfach nur herzlich und toll und die habe ich sehr, sehr, sehr in mein Herz geschlossen. Ich muss auch sagen, die etwas pikanteren Szenen, die waren so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, wären die nicht gewesen und nicht so unpassend gewesen, gerade so gegen Ende, wäre es vielleicht sogar ein Highlight-Buch gewesen. Aber ich bin einfach kein Freund, wenn in so pikanten Szenen so draufgehalten wird. Und es wurde hier manchmal so das wohlige, gemütliche Gefühl rausgerissen, weil es zu spicy wurde. Ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn wir vorm Schlafzimmer einfach stehen geblieben wären und nicht so mitgenommen worden wären. Ich glaube, es hätte so für diese Atmosphäre, hätte es einfach besser zum Buch und einfach zu der Geschichte gepasst und zu dem Gefühl, was diese Geschichte ausgelöst hat. Aber ein schöner Herbstroman, der mir wirklich gut gefallen hat, der mich mitgenommen hat und ich mochte dieses Kleinstadt-Feeling sehr, sehr gerne und hatte hier wirklich großen Spaß beim Lesen. Dann kommen wir mal wieder zu einer etwas japanischeren Geschichte. Ich bin hier sehr gerne in Asien unterwegs und bin dieses Jahr sehr gespannt über meine Statistik, da ich das so ein bisschen mitführe. Und zwar habe ich gelesen, Wovon wir träumten von Yuli Otsuka. Und wir haben hier eine Autorin, die in den USA geboren wurde, allerdings japanische Eltern hat und so eben auch der Bezug zur japanischen Geschichte hergestellt wird. Wir hier auf verschiedene jüngere Frauen, alle so irgendwie zwischen 15 und 30, die von Japan mit dem Schiff in die USA geschickt werden, um dort ihre zukünftigen Ehemänner zu treffen. Die Männer sehen dann aber tatsächlich überhaupt nicht so aus wie auf den Fotos und uns erzählen jetzt eben die Frauen ihre Geschichte, ihre Schicksale, angefangen von den Ideen, Wünschen, Träumen, die sie noch auf dem Schiff hatten, als dann eben der Realität, als sie in den USA ankommen und eben auch die Veränderungen zu ihrem Leben in Japan, als dann eben jetzt zu ihrem Leben in den USA. Wir erfahren viel über das Treffen, über die Heirat, dann geht es weiter natürlich mit Kindern, mit dem Arbeiten und dann eben auch mit diversen Verlusten. Wir haben hier tatsächlich eine Geschichte, die gegen Ende auch im Zweiten Weltkrieg spielt, was ich total okay fand. Ich habe ja so meine Probleme mit dem Zweiten Weltkrieg, aber das fand ich tatsächlich ganz gut, dass das angeschnitten wurde. Das hat in Japan auch sehr gut mit den USA. Ich glaube, den Konflikt kann man geschichtlich auf jeden Fall nachvollziehen. Und natürlich auch dem Rassismus, den dann die Frauen in den USA ausgesetzt waren. Ha, was soll ich sagen? Ich hatte hier, glaube ich, eine etwas poetischere Geschichte erwartet, die, also allein was das Cover hier irgendwie verspricht, aber bei asiatischen Geschichten ist ja oft so, dass das Cover nicht ganz so zur Geschichte passt. So leider auch hier. Ich fand die Geschichte ja tatsächlich sehr einschläfernd, mit wenig Emotionen. Was ich aber sehr gelungen fand, war die Wir-Perspektive. Das muss ich tatsächlich sagen, das war mal etwas anderes, denn die Geschichte wird eben von diesen Frauen im Kollektiv erzählt. Und ich habe das bewusst vorher noch nie irgendwie gelesen und fand es hier passend. Und ich glaube, es war deswegen passend, weil es komisch gewesen wäre, die Geschichte immer nur aus einer Frauenperspektive zu erfahren und nicht so aus diesem Wir. Ich finde es ganz schwierig zu beschreiben, aber mir hat das gut gefallen. Obwohl, und das ist so ein bisschen vielleicht der Kritikpunkt, natürlich so jedes Einzelschicksal ein bisschen hintergründig ist. Man nicht so eine Bindung aufbaut, man nicht so nah an den Frauen einzeln dran ist, sondern immer dieses Wir haben. Und ich hätte mir einfach bei diesem Thema mehr Emotionen gewünscht. Es ist schon sehr kühl, sehr distanziert. Es fehlen die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle der Frauen. Es ist eben immer dieses Kollektiv und so kommen diese Einzelgeschichten, diese Einzelschicksale einfach ein bisschen zu kurz. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade. Auch ist die Geschichte sehr ruhig erzählt, mit natürlich schon interessanten Details, die an der richtigen Stelle okay wirkten, aber im Gänze es einfach sehr langweilig war und es sich oft so dahin erzählt gefühlt hat. Es kam keine Spannung auf, keine Emotionen, keine Bindung und ich weiß auch nicht. Es war eben dann auch nicht so poetisch mit diesen Träumen, die der Titel ja erwarten lässt.
Es war einfach eher melancholisch, es wirkte sehr deprimierend, es hatte sehr viel Negativität und ja, das ist wahrscheinlich realistisch, aber so ein Funke Hoffnung an mancher Stelle und da ja die Frauen sich auch irgendwie hatten, hätte ich mir einfach irgendwie gewünscht. Also leider nicht das erhoffte asiatische Highlight, aber es war okay. Ich bin froh, es jetzt auch gelesen zu haben, vom Sub befreit zu haben und ja, wird mir aber nicht sehr lange in Erinnerung bleiben. Dann hatte ich große Hoffnung in den 9. Teil der Romantic Escapes Reihe von Julie Kaplan. Und zwar geht es in das kleine Schloss in Schottland, das ich als Hörbuch gehört habe. Es ist der 9. Band der Reihe, es ist auch schon der 10. Band angekündigt. Da werden wir in auf ein Weingut in Frankreich reisen. Ich bin hier immer noch ein bisschen verwirrt, warum es wieder nach Frankreich geht, weil wir waren ja schon mal in Paris und es gäbe ja auch noch genügend andere Länder in Europa oder wo auch immer. Ich meine, man könnte sich auch Mexiko vorstellen, Südafrika, ja, China, ich weiß nicht. Also das gäbe genügend andere Länder, die ich noch spannend fände. Warum schon wieder Frankreich? Aber gut, das kleine Weingut, auch ohne Weintrinkerin zu sein, könnte mir ganz gut gefallen. Im 11., im Englischen gibt es sogar bald den 11. Band und da geht es an die Amalfiküste nach Italien. Also das wird definitiv weitergehen, was ich sehr, sehr schön finde. Alle Bände sind total unabhängig voneinander zu lesen. Sucht euch die Stadt, das Land aus, was euch am meisten anspricht. Die Geschichten haben gar nichts miteinander zu tun, außer eben, dass wir so eine Flucht haben, dass es etwas Romantisches gibt und meistens mit sehr viel Essen kombiniert ist. Und die Sprecherin jetzt des 9. Bandes war Hannah Baus. Die hat auch schon andere Teile der Reihe gesprochen und mit der bin ich auch absolut fein. Und ja, so habe ich mich sehr, sehr darauf gefreut und mich hat diese Geschichte auch nicht enttäuscht. So viel sei verraten. Ja, wir treffen auf Issy, die ein Schloss von ihrem Großonkel geerbt hat und ja, in der Vorweihnachtszeit macht sie sich auf den Weg dann eben auch nach Schottland. Es ist aber kein sehr intaktes Schloss. Es muss einiges renoviert und saniert werden. Sie landet also eher auf einer Baustelle und da muss sie definitiv sehr viel Geld und auch Zeit investieren. Zusammen mit ihrer Mutter, mit der sie eine sehr freundschaftliche Verbindung hat und das auch schon als Kind so wahrgenommen hat, dass ihre Mutter eher eine Freundin ist als die erziehungsberechtigte Mutter, als die, die hier alles im Griff hat. Zusammen mit ihr möchte sie jetzt eben ein Bed and Breakfast aus diesem Schloss machen, denn ja, sie braucht ja auch irgendwie Geld für all diese Bauarbeiten, die notwendig sind. Und ein Zimmer wurde von ihrer Mutter tatsächlich auch schon direkt vermietet, nämlich an den Autoren Ross, der hier eigentlich Ruhe sucht, um seinen nächsten Roman, sein nächstes Buch schreiben zu können. Aber die Ruhe ist dann doch überbewertet, denn bei Bauarbeiten wird es natürlich immer ein bisschen lauter. Ja, die Ruhe ist erstmal so ein bisschen dahin und zwischen Ross und Issy, ja, entwickelt sich auch eine schöne Freundschaft, sodass dann eben auch Ross durchaus interessiert daran ist, hier ein bisschen zu unterstützen und als dann eben auch noch andere Menschen auf dem Schloss auftauchen, die hier ihre Hilfe anbieten, wird das natürlich eine wunderbare Gruppenarbeit, an der ich tatsächlich sehr viel Spaß hatte. Es war winterlich, es war gemütlich, es war modern und wieder sehr bildhaft und ich muss sagen, man konnte sich das Schloss wirklich wunderbarst vorstellen in den Highlands. Das hat mir richtigen Spaß gemacht und ich fand eben auch diese ganze Gruppendynamik mit ihrer Hilfsbereit richtig, richtig gut. Der Schreibstil ist eigentlich wie immer modern, er ist leicht, er ist bildhaft, es macht einfach Spaß, in diese gemütlichen Geschichten einzutauchen. Es hat mir wirklich gut gefallen, wie die Autorin hier uns Schottland präsentiert hat und es entspricht natürlich dem Klischee, den Ideen, die ich im Kopf habe, aber hat wirklich einfach perfekt gepasst, hat diese Winterlichkeit gut rübergebracht und gerade eben ist es bei mir ähnlich winterlich, wie es hier in den Highlands für mich schon im November war, aber das hat der Geschichte gar keinen Abbruch getan, sondern ihr sehr, sehr, sehr gut getan. Es war nicht so essenslastig, wie man es aus anderen Büchern der Reihe kennt, was allerdings bei dem etwas gewöhnungsbedürftigen Essen in Schottland für mich tatsächlich eher auch ein Vorteil war. Das muss ich ganz klar sagen. Allerdings
Ja, fand ich es doch ein bisschen fehlend, weil es eben in den anderen Büchern schon auch immer um das Kulinarische ging. Das habe ich hier tatsächlich ein bisschen vermisst. Der Fokus war hier eben weniger darauf gelegt, als dann eben auf dieses Zwischenmenschliche, auf diese Gruppen, auf diese einzelnen Personen, die dann eben so unterstützenswert freundschaftlich wurden. Und das hat das natürlich dann auch wieder ausgeglichen. Es gab aber definitiv ganz viele gemütliche und genussvolle Momente, die der Geschichte so auch ihr besonderes Stempel aufgedrückt haben, und ich mag einfach die Entspannung, die sich bei mir ja im Grunde gezeigt hat beim Hören, also wirklich egal, was ich nebenbei tat oder ob ich einfach auf der Couch saß, meinen Ofen beobachtet habe. Ich hatte hier wirklich große Freude, in diese Gemütlichkeit, in diese Entspannung zu kommen, und das schaffen bei mir die Bücher von Julie Kaplan eigentlich immer. Issy mochte ich direkt als Charakter richtig, richtig gerne, auch ihre Entwicklung in der Geschichte fand ich richtig toll gezeichnet und gut rübergebracht, nachvollziehbar dargestellt. Das hat wirklich mir sehr gut gefallen. Ihre etwas merkwürdige Beziehung zu ihrer Mutter fand ich auch sehr gut dargestellt, und dass es eben nicht immer ja so klischeehaft eine Mutter-Tochter-Beziehung geben muss, dass auch Konflikte dazu gehören, das habe ich wirklich sehr gut gefunden, sehr nachvollziehbar, und hat der Geschichte einfach mal so noch ein bisschen was Besonderes gegeben. Ross, der Autor, soll natürlich unnahbar wirken, und das klappt zu Beginn tatsächlich auch ganz gut, aber die Fassade bröckelt irgendwann, und dann mochte ich auch ihn sehr, sehr, sehr gerne, denn ja, hinter der harten Schale hat sich dann natürlich auch ein weicher Kern wiedergefunden, und auch die restlichen Mitglieder so der Gruppe haben mir wahnsinnig gut gefallen. Also wie die Personen dann einfach so zusammen agiert haben, zusammengepasst haben, wie sie sich untereinander unterstützt haben, obwohl sie sich ja gar nicht so groß kennen. Das hat mir richtige Freude bereitet und hat mir richtigen Spaß gemacht. Die ganzen Nebencharaktere waren auch sehr bildhaft gezeichnet. Man konnte sich diese Gruppe eben wirklich sehr gut vorstellen, wie sie dann eben auch zusammenarbeitet, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was auch so Klatsch und Tratsch im Städtchen so ein bisschen bedeuten. Mir hat es gefallen. Also es war eine richtig tolle Geschichte. Ein bisschen mehr Essen, ein bisschen mehr Genuss hat mir hier gefehlt, aber alles in allem wirklich einer mit der solideren Bände. Es gibt ja nicht nur Highlight-Bände sozusagen in dieser Reihe. Ich habe ja auch einen Abbruchkandidaten, und auch der Band, der in Kroatien war, war ja nicht ganz so meins. Aber hier sind wir wirklich voll auf unsere Kosten gekommen, sowohl was Schottland angeht, als auch was das menschliche, romantische angeht. Mit dem Essen hat es ein bisschen gehapert. Aber eine wirklich schöne Geschichte, die mir viel Spaß und Gemütlichkeit gebracht hat und die mich sehr gut hat auch entspannen lassen. Im Oktober, glaube ich, ist das neue Buch von Hector Garcia und Francesc Mirales erschienen, und es trägt den Titel Namaste, lebe lang und glücklich. Ich habe schon einige Bücher des Autorenduos und auch von Mirales selbst gelesen. Es waren in der Regel alles eher Sachbücher. Ich glaube, von Mirales habe ich auch zwei Romane gelesen. Und ich habe das Buch wieder mal zusammen mit einer lieben Freundin von mir gelesen, mit der ich auch schon andere Bücher des Duos gelesen habe. Eher bekannt für japanische Lebensweisheiten und Lebensweisen, widmen sich jetzt die beiden eben eher ja, der indischen Spiritualität für ein erfülltes Leben. Es wird uns in diesem erzählerischen Sachbuch, würde ich es nennen, eher ja, die Lebensphilosophie Indiens nahegebracht. Wir bekommen erklärt, was sich hinter dem Begriff Namaste verbirgt. Wir bekommen Erklärungen und Erfahrungen zu einem Ashram. Wir bekommen auch die Bedeutung des Om, also der heiligen Silbe, erklärt. Es gibt diverse Unterkapitel von die Kultur des Glücks, die Philosophie des Glücks, das Glück praktizieren. Dann haben wir auch die 10 indischen Gebote des Glücks. Also man merkt, alles dreht sich hier ein bisschen dazu, wie man sein Glück in seinem Leben auch finden kann. Und ich muss sagen, ich habe leider nicht ganz das Glück in diesem Buch gefunden. War tatsächlich so eher eine kleine Enttäuschung. Es gibt sehr wenig Neues in diesem Buch. Es wirkt sehr vieles nur sehr oberflächlich. Es geht hier nicht sehr in die Tiefe. Es ist zwar schon leicht verständlich, das schaffen die beiden, finde ich, immer sehr gut, dass man als Anfänger auf jeden Fall nicht erschlagen wird mit Fachbegriffen oder Fachlichkeiten, sondern es wirklich locker leicht ist, man wirklich viel nachvollziehen kann und hier mitgehen kann. Es ist definitiv für Anfänger geeignet, aber für mich, oder ich kann da glaube ich auch für uns sprechen, für meine Freundin, war es eben nicht das erwartete Neue,
was wir so uns erwartet haben. Das erwartete Neue, was wir uns erwartet haben. Es war kein gutes Deutsch, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Es ist sehr gut aufbereitet. Es ist auch verständlich dargestellt, wie es erzählt wird. Man kann mit den Themen wirklich oberflächlich erstmal einsteigen. Mir persönlich hat aber dann eben einfach der Tiefgang gefehlt. Das fand ich tatsächlich einfach sehr schade, weil mich vieles darin interessiert hätte, es aber so gefühlt in einer halben Seite abgearbeitet waren. Also wenn es zum Beispiel um Yoga ging, um die Meditation und auch um das Tantra, war es alles so mit 5 Sätzen erledigt. Wir haben auch Praxisbeispiele, die aber zum Beispiel, ich glaube, im Yoga war meine Freundin nicht ganz begeistert, wenn ich mich dran richtig erinnere. Und ja, auch bei der Meditation dachte ich, ja, das ist halt so theoretisch und ja, lässt sich so nicht in die Praxis umsetzen. Es sind eher so allgemeingültige Gedanken, die hier niedergeschrieben wurden, als dass es die Wahrheit irgendwie ist. Es wurde hier definitiv auch mit ja, einfach Dingen gearbeitet, die man denkt, dass sie so sind, also was zum Beispiel wirklich auch das Yoga oder das Tantra angeht, als dass es dann tatsächlich so der Wahrheit, der Tiefgründigkeit angeht. Und das fand ich persönlich einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Ich fand auch, dass die das gar nicht nötig haben, so auf dieses Allgemeingegenwärtige zu gehen, weil ich glaube, ich hätte es tatsächlich interessanter gefunden, wenn damit mal aufgeräumt werden würde in einem Buch. Ja, zudem fühlte sich für mich das Buch so ein bisschen an wie eine Sammlung von Gedanken und Werken anderer. Es gibt ganz viele Bezüge, die sind auch hinten natürlich in dem Quellennachweis gut beschrieben, gar keine Frage. Aber es hat sich nach nichts Eigenem angefühlt. Also was die beiden erlebt haben, was sie mitgenommen haben, wie sie es empfunden haben, warum sie es für so wichtig halten, in die Welt zu tragen, sondern nur XY meinte damals in einem Vortrag das, ZW hat das und das in einem Buch niedergeschrieben, das finden wir gut. Das war so eine Sammlung von Dingen, die immer anderen passiert sind. Und das fand ich dann zum Teil eben auch nicht so richtig gut recherchiert, wenn ich ehrlich bin. Es gibt für mich kaum neue Impulse und es war wenig Indien, was ich echt schade fand. Also ich habe ein bisschen was markiert gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Ach ja, hier ging es um Ayurveda. Der Anteil hat mich tatsächlich doch ein bisschen interessiert, habe da auch mal wieder mein Dosha mir überlegt und vielleicht muss ich mich einfach mal mit Ayurveda im neuen Jahr beschäftigen. Dann habe ich mir hier ein bisschen was zum Tantra markiert, beziehungsweise ging es hier weiter hinten dann um die 10 indischen Gebote des Glücks und vorher hieß es, große Seelen sind wie Wolken, sie sammeln, um auszugießen. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, da ging es auch ein bisschen um wenn jemand eben dann auch ins Lehrende geht, dass sie alles aufsaugen und dann eben auch durchaus weitergehen. Und zu den 10 Geboten des Glücks, erkenne dich selbst, finde ich tatsächlich immer einen guten Anstoß und lebe im Jetzt, etwas, was ich definitiv auch sehr wichtig und gut finde. Und ja, aber leider nicht das erwartete Highlight. Fand ich tatsächlich sehr schade, wenn ich da an die anderen Bücher des Autorenduos denke. Und die konnten mich definitiv mehr begeistern, als es Namaste konnte. Dann geht es weiter mit einem Hörbuch von Kira Groh. Und zwar Alles, was ich in dir sehe, ist der Auftakt der Alles-Trilogie, wo auch alle 3 Teile bereits erschienen sind. Sprecherin war Caroline Sophie Göbel, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und das war eine Buchempfehlung von der lieben Becky, die in irgendeinem unserer Highlights-Quartalsrückblicke mal davon geschwärmt hatte. Ja, in der Familie von Anna dreht sich alles um Sport und um Abnehmen und Gesundleben und auch sie selbst war bereits Teil diverser Werbekampagnen, konnte dann aber nicht so richtig mit den Hasskommentaren umgehen und wie sie in der Welt des Social Medias wahrgenommen würde. Und nach dem Abi reist sie nun mit ihrer Familie nach Portugal, steigt aber dann trotz ihrer Unsicherheiten aus diesem Pflichtgefühl, aus diesem ganzen Unternehmen aus. Sie arbeitet dann in einer Hundefarm und ja, ist dann auch im Tierschutz sehr, sehr, sehr aktiv. Denn dort trifft sie dann auch auf Finn, der ihr hier so ein bisschen zeigt, was eben in der Welt des Tierschutzes ja so an Arbeiten anfallen, was auch hinter den Kulissen da so ein bisschen passiert und was, dass das eben nicht nur ein Glamour-Leben ist mit, oh, wir retten jetzt hier Hunde. Nein, dass da ganz viel Arbeit auch dahinter steckt. Und bei diesem Thema hat man mich natürlich auch mal. Es war auch definitiv eine sehr schöne Geschichte, die uns nach Portugal mitgenommen hat und auch einfach zeigt, wie wichtig Tierschutz und auch besonders Auslandstierschutz ist, aber auch wie wichtig eigentlich Selbstschutz ist und auch diese Selbstliebe ist.
insgesamt war die Geschichte aber vielleicht schon ein bisschen flach und ja, mir nicht tiefgründig genug, mir nicht emotional genug, aber vermutlich bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe von dieser Geschichte, die ja dann doch eher so ein bisschen im Young, New Adult, also älteres Jugendbuch, angesiedeltes junge Erwachsene und ja, ich dann einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht 20 Jahre zu alt dafür bin. Sonst hätte ich die Geschichte vielleicht damals auch sehr ansprechend gefunden und vielleicht hätte sie mich dann ein bisschen mehr mitgerissen. Ja, Kira Groh hat einen sehr flüssigen Schreibstil, dem ich sehr gerne zugehört habe. Mir fehlte manchmal so ein bisschen die Verbindung zwischen verschiedenen Szenen, sodass es ein bisschen abgehakt wirkte und ich immer mal so dastand und dachte, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich war da einige Male irritiert, weil ich so den Zusammenhang zwischen dieser Szene und der nächsten, da fehlte mir immer mal so ein bisschen ein Stück. Ich habe auch extra geguckt, es war nicht eine gekürzte Version, sondern eine ungekürzte. Dementsprechend habe ich so gedacht, irgendwas fehlt hier, konnte aber nicht ganz greifen oder kann immer noch nicht ganz greifen, was es ist. Es war für mich schon eher wirklich ein Jugendbuch, vielleicht tatsächlich auch in dem Alter angebracht, wie wir hier im Grunde auch Anna erleben, also kurz nach dem Abi, alles so zwischen 16 und 20. Ich glaube, es wird eher als New Adult, was ja dann über 20 so ein bisschen diese Richtung vorgibt, angegeben, aber für mich war es doch eher mehr Jugendbuch, ja, was ich so im Stil gemerkt habe. Es wirkt halt schon sehr jugendlich, sehr unerfahren und ja, ich hätte, glaube ich, hier schon eine etwas erwachsenere Anna erwartet, die eben schon ein bisschen mehr vom Leben weiß, also wirklich so ab 20, 22 bis eben mit 20er, da verhalten sich natürlich die Menschen einfach schon ein bisschen anders als vielleicht noch unter 20. Es kamen für mich leider nicht so richtig Sommergefühle auf, was vielleicht natürlich am Novemberwetter bei mir selbst gelegen haben könnte. Aber eigentlich schaffen es andere Bücher durchaus, ihre Jahreszeiten zu transportieren, so wie es ja auch im Schloss in Schottland war, dass man definitiv den Winter schon gespürt und gerochen hat, obwohl er bei uns noch gar nicht da war. So hätte ich mir hier auch ein bisschen mehr Sommer gewünscht, um eben einfach mehr in dieses Sommergefühl zu kommen. Was mir sehr gut gefallen hat, war definitiv diese Mädelsfreundschaft, die hier aufgebaut wurde. Aber es fehlte mir einfach an vielen Stellen der Tiefgang. Bei Anna war schon so, dass sie sich eher gefragt hat, wie sie sein will, wie sie wirken will, als dass sie sich mal gefragt hätte, was sie wirklich für sich braucht. Und eigentlich wäre das so die Frage gewesen, die ich in diesem Buch erwartet hätte. Ich fand es nachvollziehbar, dass man sich fragt in dem Alter, wie man wirkt, wie man sein möchte. Aber ich fand es irgendwann einfach nur nervig, als sie einfach nicht verstanden hat und dahinter gekommen ist nach 10-maligen Erklärungen von außen, was willst du denn eigentlich, wie willst du sein? Fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend, ein bisschen nervig, aber ja, es ist, wie es ist. Finn war wirklich so mein Highlight in der Geschichte, er war humorvoll, er war charmant, ich mochte seine Ansichten zur Welt, gerade auch natürlich was den Tierschutz angeht, damit hat er mein Herz total gewonnen und der hat mir wirklich Freude gemacht. Also eigentlich hätte ich viel mehr lieber Finns Geschichte gelesen oder gehört als Annas. Ich mochte sie beide in Kombination ganz gerne. Ich mochte das Mädels-Freundschaftsthema sehr, sehr gerne. Ich fand, das Tierschutzthema wurde definitiv gut gezeigt, dargestellt und einfach gezeigt, wie wichtig es ist und was man eben dafür tun kann. Und dafür war die Geschichte definitiv schön. Es war okay, es hat mich nicht komplett mitgerissen. Mir fehlte einfach Tiefgang, mir fehlten Emotionen, mir fehlte einfach so das Nahbare. Aber man kann bekanntermaßen ja nicht alles haben. Dafür fand ich wirklich das Tierschutzthema und auch den Humor von Finn richtig, richtig gut. Dann wollte ich ein Rezensionsexemplar von meinem Sub befreien, was schon ein kurzes Weilchen hier war und dachte, ins neue Jahr nimmst du es nicht mit. Mich hatte nämlich der Titel von Und der Tod fragte sich, ob er unendlich ist von Charlie Ries sehr, sehr angesprochen. Nicht nur der Titel, sondern auch der Klappentext. Ich fand das Cover so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es wirkt leider ein bisschen comichaft, was nicht ganz so zur Geschichte dann passt, aber dennoch fand ich es sehr spannend, hier diesen Debütroman von Charlie Ries dann auch zu lesen. Es gab auch das im E-Book exklusiv oder inklusiv, dass die Kurzgeschichte, die sie damals, ich glaube, auch gewonnen hat, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es ja diesen Corona-Schreibwettbewerb, wir schreiben zu Hause mit dem Hashtag
Und da war sie auch schon Teil mit einer Geschichte des ja, dieser Kurzgeschichtensammlung, die ich damals auch gelesen habe. So hat mir der Name Charlie Reiss nicht direkt was gesagt. Aber ich habe natürlich mal so meine Vergangenheitslisten geguckt und ja, da habe ich das E-Book definitiv dann auch gelesen oder hatte ich da sogar das echte Buch, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber da habe ich auch schon ihre Kurzgeschichte gelesen und die kam mir dann beim nochmals Lesen hier in diesem Buch auch bekannt vor. Ja, wir begegnen hier dem Tod. Allerdings nicht, dass wir jetzt vor dem Ableben sterben, sondern wir begleiten tatsächlich ihn bei seiner Arbeit und treffen ihn an einem Tag, als er ein Kind aus dem Kriegsgebiet abholen muss, wozu er einfach keine Lust mehr hat. Er hat nichts dagegen, alte, kranke Menschen aus dem Leben zu holen. Dafür ist er schließlich da, um hier auch der Erlöser zu sein und gerade die älteren Menschen freuen sich wohl durchaus auch mal, ihn zu sehen. Aber diese menschengemachten Probleme und Kriege, die schaffen ihn einfach und er hat da einfach keine Lust mehr drauf. Er möchte jetzt Urlaub machen und ja, von daher, da erfreut er sich jetzt einfach dieser Idee. Und so wird er ja als Bondel Kramer genannt von seinen Freunden. Ja, macht er jetzt einfach mal Urlaub und schließt sich den Menschen an und schaut sich mal um, warum die Menschen ihn eigentlich nicht so mögen, warum sie so Probleme mit ihm haben. Und ja, er startet in einer Bar, wo er sonst auch mal abends durchaus rumhängt und ja, trifft da eben auf doch auch etwas skurrilere Menschen. Es war ein sehr schöner Roman mit sehr interessanten Gedankenspiele zum Leben, zum Sterben, die einen eben auch wirklich zum Nachdenken angeregt haben, die sehr tiefsinnig waren an vielen Stellen und eben auch ja, humorvolle Gedanken dabei hatte, was ich gar nicht so erwartet hatte. Ich mochte den sehr leichten und lockeren Stil, der aber tatsächlich an den richtigen Stellen für mich auch sehr einfühlsam war. Ich hätte mir manchmal vielleicht etwas mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Es war vielleicht doch ein bisschen flapsig. Und das hat für mich nicht ganz so zum Tod gepasst. Ich hatte hier so als Gedankenspiel immer mal Rendezvous mit Joe Black vor Augen, die ja, der Film ja auch diese Geschichte aufgreift, dass hier der Tod sich mal auf der Erde etwas zeigen lassen möchte und sich dann ja auch noch verliebt und ganz viel mitnimmt, was den Menschen ausmacht. Das so als Vorlage, als einer meiner Highlight-Filme, wirkte es hier doch an mancher Stelle sehr, ja, flapsig. Mir fiel kein anderes Wort ein und ich glaube, das ist auch wirklich das, wo ich so dachte, ah, manchmal ein bisschen weniger merkwürdigen Humor hätte der Geschichte gut getan. Ich mochte zwar den Humor an vielen Stellen, gerade der Mix mit diesen philosophischen Fragen, die sich hier aufmachen, dass das Thema nicht zu ernst, nicht zu schwer, nicht zu düster ist, aber ich glaube, die Art des Humors hätte einfach ein bisschen eine andere sein können. Ich mochte die Dialoge, die sich auch sehr authentisch angefühlt haben, besonders natürlich, wenn der Tod hier mit Leuten spricht. Das fand ich wirklich sehr echt und sehr gut gemacht. Und ich mag auch einfach die kreative Idee, die dahinter steckte, die natürlich, wie vorhin schon gesagt, in dem einen oder anderen Film oder Buch durchaus schon mal gespielt wurde, dargestellt wurde. Ich fand es aber schön, wie wir hier eben einfach nochmal neue, andere, gute Denkanstöße mitgegeben bekommen. Die Dankbarkeit für das Leben ist ein großes Thema in diesem Buch und ich finde tatsächlich, jede Stunde unseres Lebens sollte geschätzt und genutzt werden. Ich meine nicht damit, dass man 24 Stunden produktiv ist, sondern dass man eben auch eine langweilige Stunde als das nimmt und dankbar dafür ist, dass man sie genießen kann. Dass man eben einfach mal auf der Couch liegt, dem Feuer zuschaut, diesem YouTube-Video zuguckt, ohne dass es irgendwie sinnvoll ist, aber man sich einfach gut fühlt und diese Entspannung wahrnimmt und dafür auch dankbar ist. Und ich glaube, wir Menschen sind ja viel zu selten dankbar und das mochte ich in dieser Geschichte gerne, wie uns das nochmal gezeigt wurde und dass wir eben vor dem Tod nicht die Augen verschließen können, weil er uns alle ereilt, nicht nur uns selbst, sondern natürlich auch in Form, dass Menschen um uns herum sterben und wir aber nicht immer nur die Trauer sehen dürfen. Das fand ich eine ganz wichtige Message aus diesem Buch, sondern dass Tod ja auch oft etwas Positives sein kann und sich daraus auch Positives ergibt. Und ja, ich möchte gar nicht so tief in dieses Thema Trauer gehen, weil das an mancher Stelle bei mir sehr nah ist. Aber es ist schon so, dass man irgendwann auch mal lächeln kann und diese Trauer nicht so allgegenwärtig etwas Schlimmes, Trauriges ist, sondern Erinnerungen eben auch etwas Schönes sein können, die ja etwas ganz Warmes im Herzen bei einem machen. Und das hat mir dieses Buch, jetzt müssen wir ganz schnell aus dieser Nummer rauskommen, und das hat mir dieses Buch tatsächlich auch gezeigt, dass eben Trauer nicht immer nur etwas Trauriges ist, auch wenn natürlich
das sehr nah beieinander liegt, sondern dass der Tod eben auch noch etwas anderes ist. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen und das war auch ein wirklich schönes Buch. Mit ein bisschen Flapsigkeit weniger wäre es vielleicht tatsächlich zu einem Highlight geworden. Jetzt beim achten Buch kommen wir aber dann endlich zum Highlight des Monats, nämlich 19.521 Schritte von Guido Maria Kretschmer, von ihm selbst auch gelesen, was es für mich wirklich zu einem Highlight gemacht hat. Ich habe auch die anderen Bücher von Guido Maria Kretschmer gelesen. Ich mag seine bodenständige Art super gerne. Ich bin auch ein kleiner Shopping Queen Fan, auch wenn ich gefühlt schon, keine Ahnung, 3 Jahre keine Shopping Queen Folge mehr irgendwie ganz gesehen habe. Ich mochte das immer sehr gerne. Ich fand die Idee toll, dass man hier so ein Thema hat, aus dem man etwas macht. Ich mochte auch seine Dekorationsshow gerne. Ich habe auch immer mal wieder sein Lifestyle Magazin gelesen, das es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Aber ja, so geht alles an mir auch irgendwie vorbei. Ich finde ihn immer wieder sehr inspirierend. Ich mochte sein Gespräch auch, wo habe ich ihn letztens gehört? Ich glaube, bei Barbara Schöneberger, wenn ich mich nicht täusche, im Podcast. Ich mag diese Art, die er ausstrahlt, die, wie er mit Themen umgeht, die Liebe zu seinen Eltern, zu seinem Partner oder mittlerweile, glaube ich, auch Ehemann, zu seiner Arbeit und wie wertschätzend er dieses Leben und die Person nimmt. Und ach, ich finde, ja, von ihm können wir uns immer mal so eine Scheibe abschneiden, was Wertschätzung angeht und Dankbarkeit, weil das ist gefühlt in jedem Satz von ihm spürbar. Und ich habe, glaube ich, ihn bei Bettina Böttcher letztens in einem Interview gesehen und da bin ich auf dieses Buch dann auch aufmerksam geworden und habe es mir dann auch als Hörbuch geholt. Geht ein bisschen was zwischen 4 und 5 Stunden, also ist wirklich etwas Kurzweiliges, was ich aber sehr, sehr, sehr genossen habe. Und ja, auch die Idee dahinter. Ja, wir befinden uns, ich glaube, im September oder Oktober 22. Die Queen in England ist gerade gestorben und er reist von Hamburg in die Hauptstadt, um da bei einem Talk mit dabei zu sein, bei der Verabschiedung der Queen. Und er hat ja lange Zeit in Berlin gewohnt, ist ja dann vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen, aus diversen Gründen, was er uns auch nochmal ein bisschen näher bringt. Und als er dann eben nach diesem Fernsehvortrag vor die Tür des Studios begibt, denkt er, ach ja, ich könnte einfach mal durch Berlin laufen. Und das macht er tatsächlich auch. Er läuft einfach durch Berlin, sage und schreibe 19.521 Schritte und trifft dort ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Momenten und auch Zeiten, Orten in ihrem Leben. Also sei es ein älteres Ehepaar, die eigentlich ihre Tochter besuchen wollen, mit denen er einen Kaffee trinkt, die ihn so ein bisschen direkt adoptieren und davon eben auch erzählen, dass die Tochter da in Berlin unterwegs ist, keine Zeit hat, obwohl sie ja jetzt als Eltern schon mal hier sind. Es geht weiter über eine Frau, die mittleren Alters vor dem Theater steht, die gerade vor ihrer neuen Liebe versetzt wurde, die aber eine ganz besondere Geschichte genommen hat, für die Person sie eben auch ihren Mann verlassen würde, weil sie in keiner sehr glücklichen Ehe ist, in keiner liebevollen Ehe. Und wir haben ganz viele Begegnungen, die er uns hier eben erzählt und näher bringt. Und das macht die Geschichte aus. Die unterschiedlichsten Menschen an jedem verschiedensten Ort in Berlin. Und jetzt war ich ja Ende November selbst in Berlin und fand es ganz schön, seinen Weg jetzt zu wissen, den er gegangen ist, und ich an mancher Stelle auch diesen Weg gegangen bin und dachte, ah ja, hier war also diese Begegnung und dort hat er also die und den getroffen. Das fand ich tatsächlich ganz schön, dann selbst so auf den Spuren von Guido Maria Kretschmer in Berlin unterwegs zu sein. Und Berlin gibt es eben her, ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Alters und Couleur einfach zu zeigen. Und das zeigt uns eben Guido, wie er auch mit all diesen Personen umgeht. Es war für mich wirklich ein Highlight, denn es ist ein wunderbarer Einblick in die Gedankengefühlswelt von Guido Maria Kretschmer selbst, aber natürlich auch, was er mitnimmt aus diesen Begegnungen, wie wertschätzend es ist, eben Menschen auch einfach mal zuzuhören, weniger der Promi zu sein oder den, auf den sich die Menschen freuen, sondern offen durchs Leben zu gehen und sich eben auch zu freuen, wem er trifft. Und das fand ich so besonders und so schön. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Hörbuch. Was ich wirklich nur empfehlen kann, ist auch zu hören, seine Stimme mitzunehmen. Für mich vielleicht tatsächlich sogar ein Buch, was irgendwann im Bücherregal landet, weil es mich wirklich sehr bewegt hat, sehr
freudig gemacht hat und auch so gefühlig gemacht hat, was ich einfach schön fand. Und ich denke so, das ein oder andere aus den Gesprächen, was so an Weisheit dabei ist, kann man durchaus auch des Öfteren einfach nochmal nachlesen. Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht, was ich richtig schön fand. Es heißt, es ist völlig unerheblich, wohin wir unterwegs sind. Wir werden immer wieder den einen treffen, der uns in Erinnerung bleiben wird, bleiben muss. Und das fand ich so schön, weil diese Menschen gibt es einfach im Leben, ja, die immer ein Stückchen vielleicht mit uns gegangen sind, die wir in Erinnerung behalten, und dabei ist es ganz egal, wohin wir gehen, wir nehmen manche Menschen einfach immer mit. Ja, fand ich sehr schön, wirklich große Empfehlung, lasst euch nicht so vielleicht blenden von Shopping Queen und diesen Promi, das kommt hier überhaupt nicht irgendwie zur Geltung, und Guido ist für mich auch überhaupt kein klassischer Promi, geschweige denn irgendwie eine Diva oder jemand, der sich wichtig macht, und diese bodenständige und wertschätzende Art, die kommt hier definitiv durch und macht großen, großen Spaß. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, was auch zum Glück eine ganz tolle Geschichte war, sonst ja, wäre wohl der Dezember auch nicht so gestartet, wie er gestartet ist, nämlich durchaus wieder ein bisschen lesefreudiger. Und zwar der dritte Band der Cornwall-Reihe von Kara Lindon, Cornwall, Glück in der kleinen Reitschule ist der besagte dritte Band einer vierteiligen Reihe. Der vierte Band habe ich mir jetzt ganz fest auch für den Dezember vorgenommen und ich freue mich auch sehr darauf, dann hier weiterzulesen. Es wird wohl erstmal nicht im Cornwall weitergehen, sondern die Autorin wird sich irgendwie an die deutsche Küste wagen und ich glaube an die Nordsee, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, freue mich da dann aber auch drauf. Zudem habe ich noch eine andere Geschichte der Autorin unter ihrem wahren Autorennamen hier und deswegen freue ich mich auf beide Bücher jetzt dann noch im Dezember. Ja, Cornwall Glück ist der besagte dritte Teil der Reihe. Wir kehren zurück nach Porthlin, begleiten diesmal Amy, die wir als Kind, Jugendliche kennenlernen, die ein großer Pferdefan ist, die das Reiten über alles liebt und sie in der Reitschule auch arbeitet, um eben auf ihrem Lieblingspferd immer mal reiten zu dürfen. Und eines Tages muss aber der Besitzer der Reitschule ihr Lieblingspferd verkaufen und mit einem Mal sagt sie, okay, wenn ich das Pferd nicht haben kann, dann möchte ich gar nicht mehr reiten. Sie geht nie wieder in diese Reitschule, steigt nie wieder auf ein Pferd, bis sie als Erwachsene zwar jetzt eigentlich in Newcastle wohnt, sich dort auch ein schönes Leben aufgebaut hat und dann hat sie aber ein bisschen Sehnsucht nach ihren Eltern, reist zurück nach Porthlin ins Cornwall und dort bittet sie dann ihr damaliger, ja, guter Freund um Hilfe, die kleine Reitschule wieder ein bisschen aufzubauen, denn der geht es tatsächlich überhaupt nicht gut. Der Besitzer der Reitschule, ja, nimmt sehr viele Pferde auf, die, ja, so ein bisschen ihr Gnadenbrot bekommen, die eben nicht mehr zum Reitsport taugen. Er schafft es aber nicht, diese irgendwie zum Schlachter zu geben, sondern möchte ihnen eben noch einen schönen Lebensabend machen. Aber das rechnet sich natürlich auf Dauer nicht und so muss der Reitschule geholfen werden und sie steigt dann tatsächlich wieder auf ein Pferd und versucht dann eben auch diese Reitschule zu retten. Ja, beide freunden sich sehr wieder an, kommen sich auch näher und auch wenn sie Porthlin gegenüber so ein bisschen kritische Haltung ist, mag sie dann doch die Menschen wieder ganz gerne kennenzulernen und trifft dann eben auch auf ihren alten Schwarm Aiden, der eine sehr gute Karriere im Reitsport im Grunde präsentieren kann und dann aber doch ganz schön viel Trouble in dieses Städtchen bringt und gerade in die Reitschule dann auch in Probleme bringt. Reitet hätte jetzt einen komischen Sinn ergeben und mal gucken, ob wir aus dieser Geschichte rauskommen. Ich bin ein großer Fan dieser Reihe und auch der dritte Band hat mich in keinster Weise enttäuscht. Ich bin einfach gerne in Porthlin unterwegs. Ich treffe gerne auf die Charaktere der anderen Geschichten und auch hier kann man natürlich komplett unabhängig voneinander lesen. Natürlich spoilert man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen, weil das Leben natürlich von dem Katzencafé weitergegangen ist, das wir ja im ersten Band zum Beispiel kennengelernt haben. Aber ich glaube, da tut man sich überhaupt nicht schwer damit. Wir haben wieder eine sehr schöne Geschichte, die uns weitere Charaktere aus dem Städtchen näher bringt. Andere Charaktere kannten wir ja durchaus schon und die tauchen hier natürlich auch in Nebenrollen immer mal wieder auf.
Das finde ich einfach immer wieder schön. Also man hat es ja vorhin schon im Pumpkin Spice Coffee gemerkt. Ich mag diese Städtchengeschichten super gerne. Ich tauche da sehr gerne ein und mag dieses wohlige, gemütliche. Und auch das schafft definitiv Kara Lindon wieder mit dieser Geschichte, mich wohlig einzutauchen zu lassen und es mir gut gehen zu lassen. Ich fühle mich immer sehr, sehr gut unterhalten und es ist einfach schön, da immer wieder in diesem Ort ganz langsam anzukommen und da Spaß zu haben. Ich mag den Stil von Kara Lindon, super gerne. Er ist sehr bildhaft, das bereitet mir einfach immer große Freude, wenn man sich den Cornwall vorstellen kann, diese Städtchen, die Häuser, die Läden, natürlich auch die Reitschule, die einzelnen Pferde, die Kinder, die mit großen Augen vor diesen Pferden stehen und eben ihre Liebe gerade frisch entdecken zum Reiten und ja, das finde ich schön. Ich war als sehr junges Kind durchaus so ein bisschen Pferdemädchen, das hat sich dann aber irgendwann verwachsen und ich bin nicht so der größte Reitfan, was wahrscheinlich auch einfach mit meinen Gedanken zum Tierschutz und Ähnlichem angeht, dass ich da einfach diese Romantik und diesen verklärten Blick irgendwann verloren habe. Hier finde ich die Mischung ganz schön, dass wir eben sagen, okay, wir haben einen Pferdehof, der eben auch ein Gnadenhof in irgendeiner Art und Weise ist, der durchaus auch mal ein bisschen kritischer das Thema Reiten erkennt, aber eben auch zeigt, okay, was erreicht man mit Pferden, mit der Kombination dann eben auch mit dem Ausritten und natürlich auch den Kindern, die begeistert sind und dadurch eben auch einfach nochmal Pferdetiere auf einer anderen Art und Weise kennenlernen. Und ich kann diese Faszination durchaus verstehen und nachvollziehen, besonders auch die Trennung zu Beginn, die wir eben durch Amy miterleben zu ihrem absoluten Lieblingspferd. Das hat mich emotional wirklich sehr mitgenommen. Und auch das Ende fand ich emotional wahnsinnig ergreifend. Ich habe wirklich ein Tränchen vergossen. Ja, das fand ich richtig schön, richtig treffend und es war wirklich auch das perfekte Ende. Mit was ich mir ein bisschen schwer getan habe, war der Rückschritt von Amy, der für mich nicht immer ganz nachvollziehbar war. Also ich sage jetzt mal, der vermeintliche Rückschritt eben wieder zu dem Thema Reiten und Pferd und zu diesem, man muss zurückgehen, um dann irgendwie gestärkt nach vorne gehen zu können. Ich mag dieses Gedankenspiel eigentlich sehr gerne. Ich finde es schön, dass es nicht immer höher, schneller, weiter ist, sondern okay, besinn dich mal auf das, was war. Vielleicht findest du darin eben auch die Stärke für die Zukunft. Es war mir nur an mancher Stelle nicht nachvollziehbar genug. Also ich wurde als Leser nicht immer so mitgenommen, damit ich diese Entwicklung bei Amy so gespürt habe. Das, glaube ich, war so ein bisschen schade. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ja, ich meine, man bekommt so viel anderes in dieser Geschichte, also sei es der malerisch beschriebene Ort, die tolle Freundschaft, die sich zeigt, die Liebe zu Tieren, da muss man nicht immer alles tatsächlich geboten bekommen, aber ich mag die Reihe unglaublich gerne und es macht einfach Spaß, den Cornwall zu entdecken, Portland immer wieder zu sehen, die Menschen darin auch tiefer, näher kennenzulernen, von daher große, große Empfehlung einfach für diese Reihe und ich freue mich sehr auf den abschließenden vierten Band und dann habe ich ja noch den extra Band hier, wo es eben ja um Portlands Tiere geht und darauf bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich darauf. Ja, das waren sie jetzt, die 9 Bücher aus dem November. Natürlich das ein oder andere besonders schöne Buch, aber natürlich auch der Flop und die Okay-Bücher. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das neue Jahr nur Highlights für mich bereithält. Ich glaube, ich muss auch mal meinen Sub sortieren gehen, weil da doch das ein oder andere Buch, glaube ich, schlummert, was mich einfach nicht packen wird, nicht packen kann. Einfach zu dem jetzigen Zeitpunkt, vielleicht muss ich mir wirklich mal so die alten Subbücher, die vielleicht sogar noch 22 eingezogen sind, einfach mal ein bisschen kritischer betrachten oder einfach mal die ersten 20 Seiten anlesen und gucken, wie ich das so finde. Vielleicht dokumentiere ich das ja auch einfach mal in dieser Art Try a Chapter. Könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Idee so findet. Ja, der November, ja, schließen wir ihn einfach als dunklen, kalten, nassen und nicht so lesereichen Monat ab und freuen uns jetzt im Dezember darauf, was uns hier erwartet. Und ich bin sehr gespannt, wenn ihr mir erzählen wollt in den Kommentaren, was euer Highlight war, was vielleicht auch bei euch ein Flop war. Schreibt mir super gerne eure Highlight, eure Tipps in die Kommentare. Lasst mich da ein bisschen dran teilhaben an eurer Lesefreude und ist ja vielleicht auch der ein oder andere Tipp für mich dabei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.